Ja moin, liebe Leute. Ich begrüße euch heute zum dritten Teil meiner Serie Kurzsessions mit XXL-Ködern. Heute geht's um eine dritte Ködergruppe. Ich muss sie gerade mal aus der Tasche kramen. Hier sieht man sie wahrscheinlich. Es geht um Partikel. Mit großen Partikeln zu angeln oder große Partikelköder herzustellen ist eigentlich gar nicht so leicht, weil Partikel grundsätzlich ziemlich kleine Köder sind. Deshalb hat man da häufiger mal mit Brassen, Rotaugen oder auch mit kleinen Karpfen zu kämpfen. Aber es gibt trotzdem die Möglichkeit, damit oder mit großen XXL-Partikeln zu angeln. Als erstes Beispiel habe ich jetzt mal hier den sogenannten Riesenmais. Das sind im Vergleich zu normalem Mais, muss ich wieder aus der Tasche kramen, hier der normale Mais, da ein Riesen- oder XXL-Maiskorn. Da sieht man, das ist echt schon, ja, das ist ein Mega-Maiskorn, das ist echt schon ein großer Köder. Und auf der anderen Seite habe ich hier noch, ja, XXL Tigernüsse. Und aus diesen zwei großen Varianten von Partikeln werde ich mein großes Köderpaket oder Partikelpaket herstellen. Zur Montage, die ich damit fische, was ganz Simples. Bin ja eher ein Freund der einfachen Rigs. Also ganz normales Hair-Rig aus geflochtener Schnur. Habe oben und unten jeweils eine große Tigernuss draufgezogen und in der Mitte zwei Riesenmaiskörner. Und wie man sehen kann, das ist schon, ja, ein recht großes Köderpaket. Also ich denke, da kann man auch schon recht selektiv mit fischen. Da ich immer gefragt werde, wo bekomme ich den und den Köder, kann ich jetzt gleich mal hier was zu sagen. Die großen Maiskörner, Riesenmais oder XXL-Mais, bekommt man genauso wie die Tigernüsse bei Baitfirmen oder im Futtermittel, ja, Versand oder Futtermittelhandel. Einfach mal ein bisschen im Internet googeln, dann wird man da schon fündig. Zubereitung unterscheidet sich eigentlich nicht großartig von der anderer Partikel. Ich lasse die, ja, 24 bis 48 Stunden in Wasser einweichen, koche sie dann auf und lasse sie danach noch mal ein bisschen stehen, damit sie dann noch mal ein bisschen Wasser ziehen können. Also auch nichts Wildes, ganz normale Zubereitung. Die Köder sind halt nur ein bisschen größer. Ja, heute Nacht will ich dann dieses große Köderpaket dann mal ausprobieren an einem See. Da es im Herbst jetzt aber schon recht früh dunkel wird, so um 6, ist es ja schon zappenduster fast. Deshalb kann ich dann erst, muss noch mal ins Büro im Dunkeln dann los, muss also jetzt schon alles vorbereiten und werde jetzt schon mal das Auto packen, damit ich dann nachher, wenn es losgeht, dann richtig einsatzbereit bin. Ach ja, ich habe auch noch was vergessen gerade zu erzählen. Da ich ja wieder eine Kurzsession mache und im Dunkeln am Wasser bin, will ich da in der Dunkelheit nicht unnötig da rummontieren, Köder aufziehen und das ganze Gedönsel. Deshalb mache ich das bei Kurzsessions am liebsten eigentlich zu Hause, dass ich die Routen bzw. die Montagen schon vormontiere, damit ich dann am Wasser direkt auswerfen kann und nicht noch großartig Zeit in der Dunkelheit verplempern muss. Aber es ist auch ein bisschen kritisch, manchmal Köder dann zu Hause aufzuziehen. Ich hatte das schon öfters mal, dass ich dann gerade mit Boilies, dass ich dann die zu Hause aufgezogen habe und ins Futteral gestopft habe, die ganzen Ruten. Dann am Wasser habe ich es ausgepackt und dann war der Boilie so ausgetrocknet, dass er mir aufgeplatzt war. Also das ist dann ja weniger schön, muss ich dann wieder neu montieren, habe ich keinen Bock drauf. Und deshalb mache ich es eigentlich so, dass ich meinen Köder, meinen vormontierten Köder, in solche Plastik-Tütchen verpacke. Packe ich dann hier so rein. Gut ist, wenn der noch oben zu verschließen ist, so wie das hier ist, wird dann einfach verschlossen. Und dann kann ich den, ohne dass er austrocknet, ins Futteral packen und nehme den dann am Wasser einfach raus aus der Tüte und der Köder ist schön, noch mit aromatisch, nicht ausgetrocknet und ist sofort einsatzbereit. So Leute, da bin ich wieder. Die Montagen liegen jetzt auf den gefütterten Spots. Zu allem Übel hat mich jetzt noch mein Filmer für heute Nacht hier hängen lassen. Der hat Probleme mit der Weiber. Man kennt das ja als Karpfenangler. Nein, nein, heute Nacht gehst du aber nicht angeln. Tja, so ist das halt. Muss er halt zu Hause bleiben. Und ich bin jetzt hier ganz alleine am Wasser. Ist jetzt natürlich recht schwierig mit der Filmerei. Also wird wahrscheinlich schwierig, jetzt alleine einen Drill zu filmen. Aber ich hoffe zum einen, dass ich jetzt auf die XXL-Partikel einen Fisch bekomme
und dass ich euch dann wenigstens den Fisch auf der Matte zeigen kann. Ich werde mich jetzt hier in meiner langen, einsamen, dunklen Herbstnacht mal ablegen. Hab Gott sei Dank noch ein Buch im Carry-All gefunden, sodass ich noch ein bisschen was zu lesen habe, sonst wird es ja ganz langweilig werden. Aber ich hoffe einfach mal, dass es jetzt nicht zu lange dauert bis zum ersten Biss. Und sag dann mal ganz optimistisch, wir sehen uns später. Es hat gar nicht so lange gedauert, da wurden meine Hoffnungen jetzt erfüllt. Habe gerade das Buch angefangen zu lesen, war gerade schön warm im Schlafsack. Da ist der erste Fisch schon abgelaufen, besser kann es ja gar nicht kommen. Hat gut gekämpft, Drillfilm war jetzt alleine nicht möglich. Hatte ich viel zu viel Angst, den Fisch jetzt zu verlieren deswegen. Aber ich habe ihn dann gut in den Kescher gekriegt, da ist er jetzt drinne und ich zeige ihn euch jetzt mal. Da ist der Fisch jetzt. Ein langgestreckter Schuppenkarpfen. Auf jeden Fall locker über 20 Pfund, wenn ich den jetzt hier so im Kescher sehe. Haben die XXL-Partikel auf jeden Fall schon mal ihren Fisch gebracht. So, jetzt habe ich den Fisch auf der Matte. Ist wirklich ein richtig schöner, langgestreckter Schuppenkarpfen. Man kann sehen hier, Partikelpaket hängt schön in der Unterlippe, sauber gehakt. Klasse Fisch. Jetzt werde ich mal versuchen, den schönen Fisch, den ich hier habe, euch für die Kamera zu präsentieren. Also ist wirklich, wie ich schon gesagt habe, ein Schuppi, richtig schön lang gestreckt. Also deutlich über 20 Pfund, würde ich sagen. Also die großen Partikel wirken auch selektiv. Das habe ich jetzt schon mal einmal mehr herausgefunden. Und mein Filmer, der jetzt zu Hause geblieben ist oder zu Hause bleiben musste, der wird sich nämlich jetzt ziemlich ärgern, weil der nächste Fisch wäre für ihn gewesen. Aber so habe ich den nächsten Fisch auch noch und deshalb hoffe ich, dass sich vielleicht noch einer für die Partikel heute Nacht interessiert. Da bin ich wieder. Ihr werdet echt nicht glauben, was passiert ist. Wenn ich es nicht selber erlebt hätte, würde ich es selber nicht glauben. Ich habe gerade die eine Rute neu ausgeworfen, auf die ich den ersten Fisch gefangen habe, aufs Pott gelegt, wollte mich gerade wieder ablegen, dann lief die Rute schon wieder ab, bin ich hin angeschlagen, was ich 10 Sekunden gedrillt, dann lief man auch die andere Rute ab. Und sowas passiert natürlich immer dann, wenn man keinen dabei hat, der einem helfen kann. Habe ich natürlich mir die eine Rute zwischen die Knie geklemmt, zwischen die Beine geklemmt und immer abwechselnd gedrillt. Und das hat wahrscheinlich scheiße ausgesehen, aber es hat funktioniert. Ich habe jetzt beide Fische im Kescher. Ein Schuppi, ein Spiegler. Ich zeige euch jetzt mal, wie die Fische aussehen im Kescher. So, da sind die beiden Fische. Oben kann man sehen, der Schuppi, der auf die gleiche Montage, auf den gleichen Köder gebissen hat wie der erste Schuppi. Darunter der Spiegler, der ist ein bisschen kleiner. Ja, ich habe jetzt die Haken schon rausgemacht, weil wenn ich die jetzt beide mit Haken hier im Kescher hätte, dann die drehen sich zwei, dreimal, dann gibt das eine Verhedderung, die ich nie wieder gelöst kriege. Deshalb habe ich die Montagen jetzt schon im Wasser sozusagen schonend entfernt. Und jetzt werde ich mal gucken, dass ich die beiden Fische irgendwie auf die Abhakmatte bekomme. Ich habe mich entschieden, die Fische doch nicht zusammen im Kescher rauszuholen. Das ist zu schwer, könnte das Netz reißen, ist auch bestimmt nicht gut für die Fische, wenn man die beide dann gleichzeitig raushebt. Habe jetzt hier zuerst auf der Matte den Fisch, der als zweites praktisch gebissen hat, also als ich den ersten schon gedrillt habe. Ich hebe den mal kurz hoch. Kann man sehen hier, der einzige Spiegler bis jetzt, würde mal so sagen, um 20 Pfund. Hat auch gut gekämpft, aber wie ihr schon gesehen habt, ein bisschen kleiner als der Schuppi. Und den zeige ich euch dann jetzt auch noch. Jetzt habe ich hier den Schuppi auf der Matte. Das ist der, der als erstes gebissen hat von dem Doppelfang und der auch deutlich größer ist als der Spiegler. Ich zeige euch den auch noch mal. So, hier kann man sehen, da ist deutlich mehr Länge und auch deutlich mehr Breite als bei dem Spiegler. Ich muss auch ehrlich zugestehen, irgendwoher kenne ich den Fisch. Es kann sogar wirklich sein, dass ich den in einer anderen Folge mit einem anderen XXL-Köder, mit einem Pellet oder mit einem Boil, die ich schon mal gefangen habe. Das wäre echt das nächste Kuriosum dieser Session. Aber selbst wenn es so wäre, ich muss mal die Bilder vergleichen, ob das, oder die Aufnahmen vergleichen, ob das wirklich so ist. Und selbst wenn es so wäre, würde das ja zeigen,
dass die Fische, wenn sie einmal mit einem XXL-Köder schlechte Erfahrungen gemacht haben, dass sie sich davon nicht abschrecken lassen, sondern dann auch beim nächsten Mal wieder auf einen großen Köder beißen. Vielleicht sollte man dann einfach mal mit einem anderen Köder angreifen. Vielleicht auch mal mit Partikeln, mit diesen großen Partikeln, wo er jetzt drauf gebissen hat. Ist auf jeden Fall immer ein guter Ansatz, dann auch mal den Köder zu wechseln. Moin! Ihr seht wahrscheinlich, ich bin ein bisschen verschlafen. Das liegt daran, dass es jetzt nach den drei Fischen den Rest der Nacht keinen Biss mehr gegeben hat. Konnte ich also ein bisschen ausschlafen. Ist ja auch der Grund, weshalb man mit diesen XXL-Ködern fischt, in diesem Falle mit den XXL-Partikeln, weil man halt eben die kleinen Fische aussortieren möchte. Das ist mir auch mit diesem XXL-Partikelpaket ganz gut gelungen, denke ich. Zwei Fische 30 Pfund plus, einer 20 Pfund. Das ist, denke ich, für dieses Gewässer eine ganz gute Quote. Ich habe dann auch noch mich relativ erholen können. Nicht so, dass ich jetzt die ganze Nacht rumlaufen und drillen musste, mit kleineren Fischen mich rumschlagen, hat super funktioniert. Ich werde jetzt mal das Zeugs langsam zusammenpacken, dann mal meinen Kollegen anrufen, der mich im Stich gelassen hat, und ihm mal erzählen, was er heute Nacht alles verpasst hat. Dann ab ins Büro, und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn ich mal wieder unterwegs bin. Bis dann, ciao, ciao.